So, hallo Leute, ich bin's wieder. Und heute habe ich die erste Rebel-Puppe von der War of the High für euch zur Review. Und zwar mein Liebling, die Raven Queen. Als ich damals die Promo-Bilder gesehen habe, wusste ich, das ist mein Liebling. So wie bei Monster High Laguna mein Liebling ist. Und ja, fangen wir einfach mal wieder ganz normal an mit der Verpackung. Raven muss mal kurz zur Seite gehen. So. Hier oben steht Raven Queen. Dann haben wir hier an der Seite wieder dieses Ding, was ich immer noch nicht weiß, was das ist. Mit einer Feder hier oben dran und so einem Schlüssel, also den Ever After High Schlüssel und so einem kleinen Diamantherz mit einer Schleife. Dann steht hier Ever After Rebel mit so einem Herz und so einem Flügel. Und wie zum Beispiel bei Apple waren ja Äpfel und sowas und bei Briar waren ja Rosen, so sind es bei Raven so Kristalle. Und Federn. Dann seht ihr hier einmal die, also der Baum natürlich, wie immer. Dann die Aquarellfarben hinten im Hintergrund im lila dunkel gehalten. Dann hat sie einen silbernen Kamm bzw. Bürste. Und hier steht, ich bestimme mein Schicksal selbst. Dann ist hier unten eine große Feder, so ein bisschen verschnörkelt unten. Und dann seht ihr hier ihre Klatschtasche. Die ist so schwarz-silber. Die habe ich nicht rausgeholt. Ich hole eigentlich die Taschen fast nie raus. Lass sie mal drin. Und im Hintergrund, hinter der Klatsche, ist halt so ein zerbrochener Spiegel mit einem Raben unten dran und so Musiknoten. Und ich dachte eigentlich, dass, ihr wisst ja, im Hintergrund stehen ja diese Sätze in verschiedenen Sprachen. Und ich dachte irgendwie, bei den Rebels steht was anderes, aber da steht auch, alle Märchen enden wie vorhergesehen. Ich dachte irgendwie, enden nicht vorhergesehen oder so, aber gut, kann man ja nicht meckern. Weil ja, die pingelig sein. So, dann ist hier oben einmal das Wappen der Rebels. Dann seht ihr hier einmal das Bild von Raven. Raven, Queen, Tochter der bösen Königin. Und das Ever After High Logo. Dann könnt ihr hier wieder lesen. Bist du ein Royal oder ein Rebel? Lese ich euch jetzt nicht zum 30.000. Mal vor. Dann hier einmal das Interview mit Raven. Könnt ihr wieder anhalten, pausieren und lesen. Dann seht ihr hier Mary, Apple und Briar und hier ein großes Bild von Raven. Und wie immer, er war auf live.de. Und an der Seite ist natürlich wieder, auch habe ich hier vorher nie gezeigt, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall, auf der Seite sind auch nochmal so Bücherseiten, genau wie hier oben dran. Und da steht hier nochmal Ever After High. So, und dann holen wir unsere Raven mal nach vorne. Wenn sie denn so stehen bleiben würde. Also, Ravens Haare sind schwarz und lila. Die sind vorne, also hier an den Seiten, an den Schläfen, ein bisschen über seine Stirn, sind die zusammengewickelt zu einem, zu so einem Ponyta, so ein Pony hinten. Ach, so ein Pony zum Zopf, wie du? Zum Zopf hinten zusammengebunden, eingelegt und gebunden. Dann hat sie oben so eine kleine silberne Krone. Und sie hat so ein, ich weiß nicht, wie man, Mann, ich weiß die Hälfte von den Wörtern nicht. Bin ich doof? Irgendwie in letzter Zeit. So ein Kragen ist das. So ein silberner Kragen. Das sind so Federn hier an den Seiten. Und vorne hat sie so eine Brosche, die ist lila. Und dann hängen hier auch noch so Ketten runter. Dann hat sie so ein schwarz-lila glitzerndes Oberteil an. Mit wie eine Art Gürtel. Und hier unten ist so ein, ich weiß nicht, ist das ein Rabe? Ein Rabenkopf vorne dran an der Kette. Könnt ihr nicht sehen. Kriege ich auch nicht scharf gestellt. Dann hat sie ihr Kleid, beziehungsweise Rock. Hat so verschiedene Layer wieder. Oben ist eins mit so einem schönen Barockmuster wieder, wie bei den anderen auch, so märchenhaft halt. Und dann hat sie hier einmal ein lilanes und ein pinkes. Oder dunkel lila, pink, hot lila, was auch immer. Und dann hat sie ein cooles Armband. Wartet. Das ist so, sind so Nietenarmbänder und dann hat sie da so ein, wie so Ketten wieder dran und vorne ist halt so eine Brosche. Oder so ein Anhänger. Dann hat sie eine schwarze Strumpfhose, eine Netzstrumpfhose.
Und ihre Schuhe haben so einen coolen Absatz. Die sind so aus Federn gemacht, alles. Und vorne hat sie silberne Ketten dran. Und in Schwarz natürlich. Dann kommt sie auch wieder mit einem Ständer, der ist silber. Und dieser Ständer an sich ist, also da hat die Halterung hinten, ist durchsichtig. Und dieser Ständer ist genau wie bei allen anderen so nach hinten gebogen und lässt sie ständig umplumpsen. Aber so, wenn man das auf richtig glatten Boden macht, dann geht das eigentlich. Und ja, ging heute relativ schnell wieder. Raven ist mein absoluter Liebling. Welcher ist euer Liebling? Und was haltet ihr von Raven? Habt ihr eine? Und was haltet ihr generell zu Ever After High? Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter mit der Review zu Maddie. Und dann sehen wir uns dann. Bis dahin viel Spaß und macht's gut.